Yo Leute, willkommen wieder zurück im Kampf-Kolosseum bei One Piece Unlimited World Red. Und im letzten Part habe ich es endlich in die B-Liga geschafft. Das heißt, jetzt kommen noch stärkere und noch zahlreichere Gegner, die ich alle besiegen muss, dass ich dann irgendwann mal auch in die A-Liga aufsteige. Aber das wird sicher noch ein Weilchen dauern. Und ihr habt mir ja auch gesagt, in der Hauptstory fehlt auch gar nicht mal mehr so viel. Und dann wäre da das Spiel eigentlich auch schon durch. Ich glaube, da kommen jetzt nur noch mal zwei Inseln oder irgendwie so. Und das ist dann irgendwie ziemlich schade, weil... Ich will einfach noch nicht, dass das vorbei ist. Und ihr doch sicherlich auch noch nicht. Also werde ich wohl das Kampf-Kolosseum doch noch etwas länger machen. Und ihr habt doch gesagt, dass euch das gar nicht stört. Und ja, deswegen geht es jetzt vorerst erstmal mit dem Kampf-Kolosseum noch weiter. So, was könnte ich denn hier machen? Duell schon wieder? Nee, ich glaube, ich mache mal wieder eine Rauferei. Vernichte die feindlichen Horden. Höhere Schwierigkeit bedeutet mehr Feinde. Na, ist ja logisch, aber da kriegen wir auch mehr Punkte. So, und zwar auf normal. Und, ja, wen nehme ich? Ich nehme natürlich wieder Ruffy. Und Law. Ich finde, die sind ein geiles Team. So, und los geht's. Ready? Fight! Ja, seht ihr? Jetzt sind es schon 100 Gegner. Sonst waren es nämlich nur 50. Zack. Aber ist ja egal. Dafür kriege ich ja dann noch mehr Punkte, wenn ich gewonnen habe. So, Break! So, gegen euch werde ich niemals verlieren. Zack, bum 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 bum. So. Das hat sich auch wehgetan. So, und jetzt zeigt Law mal wieder, was er kann. Shambles. Oh yeah. So, die Hälfte haben wir gleich geschafft. So, ach, die haben 50 in Alabaster, meinetwegen. Sogar mit Kung Fu rum. So, da will wohl jemand unbedingt sterben. Boom. Takt! Oh ja! Das haut richtig rein. Eben. So, wer möchte als nächstes zerstückelt werden, ne? Wer? Shambles! Ja, sieh nur an. Und gleich nochmal. Takt! Jawohl! So, Eindringlinge werden sterben. Und nochmal! So, gleich haben wir es geschafft. Abgeschlossen! Und wir sind natürlich wieder der Sieger. So, mal schauen, wie viele Punkte gibt's da? 18? Was? Ist ja voll wenig! Warum nur 18 Punkte? Wollt ihr mich verarschen? Urwenig! Das ist viel, viel zu wenig! Ich will hier, weiß nicht, 20, 30, 40, 50 oder so, aber nur 18? Das ist ja nichts! Warum kriege ich hier so wenig Punkte? Ist doch voll scheiße. Na gut. Ist vielleicht, weil ich mit denen eh schon gekämpft habe, kriege ich natürlich diesen Erst-Bonus nicht mehr, aber wir wären es mal wieder mit einem Battle Royale. Auch auf normal. So, und jetzt nehme ich mal Banana, jetzt nehme ich mal Zoro und Sanji. Battle Royale! Murasame. Magidama! Nuah!
Aha, Battle Royale, also gegen Horde Jones und gegen Buggy nochmal. So, das werden wir doch irgendwie schaffen, so zu schneiden. Bam. Heavy Offense, Salentli Rache, na klar. Ja, mach dich hübsch fertig. Ich glaube eher, ich mach dich fertig. Aua. Ah, blöder Clown. Du Pappnase. So, das hat wehgetan. Also das Auswirken ist einfach nur für den Arsch. Das kann man hier einfach nicht. Das geht nicht. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Das kann man nicht. Ich falle zurück an die Arbeit. So, komm her. Alter, das hat gesessen. Das hat schon was abgezogen. So, jetzt bin ich ausgewichen. Ich hab zwar gesagt, wenn man näher am Gegner dran ist, kann man irgendwie leichter ausweichen. Ich finde zwar nicht. Ich finde Ausweichen nur Quicktime-Events einfach nur bescheuert. Das mochte ich schon bei Metroid ADM nicht. Da fand ich das auch ziemlich dämlich. So, komm her, du Pappnase. Oh, mich schlägt man nicht so einfach. Ja, und mich auch nicht. So, reiß dich zusammen. Und schlitz. So, Buggy ist hin. Und Horde Jones auch gleich. Komm her, du... Jawohl! Wer ist jetzt der Beste, hä? Huh? Zora ist the King! So, und... Das ist wieder so wenig Punkte! Ist das normal, dass man nicht so wenig Punkte bekommt? Das kommt bis so wenig für 25,2? The fuck? Urwenig! Ich will viel mehr Punkte haben, verdammt! Viel mehr! Das dauert doch ewig, bis ich in der A-Liga bin. Ah, Spezialspiel. So, Spezial, von dem du deinen Rang erhöhen kannst. Ja, hier kriege ich auf jeden Fall mehr Punkte. Bin gespannt, mit wem gegen wen. Aha, mit Lysop. Na, das kann ja was werden. Special Match. Boah, General Frankie sieht echt cool aus. Eliminieren. Eliminieren? Was soll das? Hey, Frankie! Du bist nicht Frankie. Wer bist du? Initiere Kampf. Ich schätze, das war's. Diese billige Kopie von General Frankie ist erledigt. Oh Gott! Ein schwarzer General Frankie? Oh shit. Boah, fuck! Da muss man drüber springen. Alter! Hör doch mal auf mit dem Scheiß! Wum, wum, wum! Ey, was soll man denn da machen? Aua! Mann, du Arschloch! Boah, na klar! Ey, der ist doch viel zu stark! Was soll denn das? Das kann man ja nicht schaffen! Ich bin jetzt schon fast tot! Willst du mich verarschen? Ich spring jetzt einfach nur drüber, ist mir jetzt auch wurscht. Ah, du Vollidiot! Alter, es wird immer schneller. Immer schneller, immer schneller. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß! Voll beschissen dämliches Ding. Ey Leute, das ist doch bescheuert, das kann man doch gar nicht schaffen, ey. Du bist doch scheiße. Lüsterfluch, Papierschnitt im Finger. Was zum? Ich hab's trotzdem geschafft. Haha. Ich hab nichts gesagt. So, ich hab schon gehabt, ich hab voll verkackt. So, 43,2 Punkte ist zwar auch nicht immer noch sehr viel, aber... Immerhin Spezialspielbonus mal 4.
So. Alter, das war ja mal richtig krank gerade. Aber es sind auch nicht so viele Punkte. Ich weiß nicht, gibt's irgendwie... Muss man irgendwas beachten, dass man mal richtig viele Punkte bekommt? Irgendwie so um die 50 und mehr oder so um die 100? Oder ist das nicht vorgesehen? Ist das normal, dass man so wenig bekommt? Ich weiß ja nicht. Machen wir mal ein normales Duell wieder. Auf normal natürlich. So, wen nehme ich? Wie wär's mit Choppa? Ach du Scheiße, ein Eisdrache? Ja, das darf ich nicht verlieren. Alter, das ist genau derselbe Drache wie von Punkersat, nur in blau, ein Eisdrache halt. Komm her! Ausgewichen! Aua! So, komm her! Mann, ich wollte doch gerade ausweichen. Fick dich! Ey, das Ausweichen in dem Spiel ist einfach nur scheiße. Da könnte er sagen, was er wollte. Das ist einfach nur dumm. Das macht doch keinen Spaß. So, jetzt konnte ich wieder ausweichen. Nein, entweder greife ich an oder ich weiche aus. Beides gleichzeitig geht nicht. So, jetzt habe ich mich wieder geheilt. Sehr gut. So, na los, komm da runter! Komm da runter, du fettes Schwabbel! X, Y, Y, Y! Aua! Wie soll ich das machen? X, Y, 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 Y! Ha, Break, na also! Geht doch! Ausweichen! So! Also manchmal klappt's bei mir, manchmal nicht. Ich kann das einfach nicht, das ist irgendwie doof. Ja, jetzt gab's nicht mal die Möglichkeit auszuweichen, sondern mir das gar nicht mal angeboten. Ganz schön assi. So. Aua! Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Au! Mann, ich seh mich nicht, Kamera! Was soll der Scheiß? Ich seh nix. Macht wieder die Kamera irgendwelche Faxen? So, geht's noch? So, komm her jetzt. So, das hat gesessen, jetzt ist er gleich tot. So, Job aufstehen. Aua. Fick dir mal! Komm her jetzt! Jetzt stirb doch mal! Na endlich! Abgeschlossen! So, dem habe ich es aber gegeben. Und Sieger. Ach, Job ist einfach zu knuffig. So, ist schon wieder so wenig Punkte, Mann, ey. Das ist viel zu wenig. Ich will mehr Punkte haben. So, heraus und abgeschlossen. Itemset gieriger Heiltrunk. Na, immerhin. Aber trotzdem, ich will mehr Punkte haben, verdammt. Wieso kriege ich so wenig Punkte? So, Itemset geringer Heiltrunk erhalten. Die folgenden Items wurden im Lager in der Hauptstory abgelegt. 15 Heilkapseln, 15 Heiltränke, 5 Heilampullen und 10 Reiniger. Gar nicht mal so übel. So, jetzt machen wir mal wieder eine Rauferei. Einfach damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Auf normal natürlich. Also ihr müsst mir das jetzt bitte mal in die Kommentare schreiben. Ist es normal, dass man so wenig Punkte bekommt oder mache ich irgendwas falsch oder... Keine Ahnung, bin ich zu langsam oder mache ich zu wenig verschiedene Attacken? So, was ist... Achso, 6 Konter mit Sorge. Ich kann Ace freischalten, 5 Battle Royals geschafft und einen Verbindungsangriff ausführen. Für Bargame muss ich einmal den Boss-Sturm schaffen, der ist noch nicht mal verfügbar. Und 3 Battle Royals mit Ruffy geschafft und hier 15 Ausweichen mit Hancock. Was hat Hancock mit dem Typen zu tun? Irgendwie gar nichts. Aber meinetwegen, dann nehme ich mal Hancock. Und Robin. Einfach so. Frauenpower. Geilen Sinn!
So, jetzt wird sich zeigen, wer hier die größeren Doodles hat. Ja. Ja, wenigstens wird mir nicht langweilig. So, das ist echte Frauenpower hier. So, na wartet. Meru, Meru, Meru! Haha! So, die ist halt umgehauen. Ich bin so schön, dass es unheimlich ist. Und der wurde voll versteinert. So. So, Robin hat er noch gar nicht. Warte mal. Was kann sie noch? Achso, das andere kann sie gar nicht. Ach egal, na dann. Meru, Meru, Meru! Denn ihre Teufelssucht ist ja die Meru, Meru no Mi. So. Das hat gesessen. Und die zweite Hälfte. Vergib mir aufgrund deiner Schönheit. So, Robin, du musst auch mal zeigen, was du kannst. Boah, na klar. So. Extra für euch. Slap. Aua. So, ich muss ja mit Hankook noch öfters ausweichen. Oder irgendwie kontern, oder keine Ahnung. So, Konter. So, gleich haben wir es geschafft. Leben. Ausgewichen. Und der letzte. Abgeschlossen. So, Sieger. Das nenne ich Frauenpower. Und schon wieder nur 19,8 Punkte. Das ist viel zu wenig. Ich will mehr Punkte haben, verdammt. Ich meine 9,9 Punkte und das mal 2? What the fuck? Das ist doch lächerlich. Viel zu wenig. Aber heraus von abgeschlossen Itemset Landwirtschaftssamen. Itemset Landwirtschaftssamen erhalten. Die folgenden Items wurden im Lager in der Hauptzoll abgelegt. Palmensamen 5, dann 5 blaue und 5 rote und 5 braune Samen, 5 Kiefernzapfen, 5 Konasamen und 3 Goldsamen. Ja, bekommen wir wenigstens doch geile Sachen. Und schon wieder ein Spezialspiel, Leute. Das mache ich doch gleich mal. So, mit Chopper dieses Mal. Okay, ich habe zwar gerade erst mit ihm gekämpft, aber meinetwegen nochmal. Was soll's? Fragt sich nur, gegen wen? Deine Talente sind sicher ganz nett. Du kannst dich toll schneiden lassen. Das ist perfekt für einen Doktor. Ich schätze, du hast recht. Bist du daran interessiert, dich selbst in das Messer zu legen? Nein, ich passe. Ich bin momentan absolut gesund. Hast du Angst? Ja, habe ich. Das stimmt. Das ist doch normal, oder? Niemand mag es, geschnitten zu werden. Das ist die falsche Sichtweise. Als Arzt solltest du wissen, wie man sich als Patient fühlt. Oh Gott, gegen Law? Ob ich das schaffen kann? Nicht, weil ich so schlecht wieder im Ausweichen bin. Ah. Mann, ich drück doch! Ich drück doch auf Ausweichen, verdammt nochmal! Das klappt nicht! Was will dieses Scheißspiel von mir? Ernsthaft? In dem Ding ist es einfach nur Kacke. So, Doktor, das bin ich! Ich kann nicht erlauben, dass sie geht. Ja, ich auch nicht. Boom! Oh nee, nicht Room! Nicht Takt! Oh, das hat wehgetan, voll auf die Nüsse. So, ich brauche einen Schubs.
So, aha, TP regenerieren sich langsam ein bisschen. Leider zu langsam. So, komm. Ich heile mich selber. Haha. Dagegen Law ist einfach nur heftig. Du lernst es nie. Ja, das Ausweichen scheinbar wirklich nicht. Das ist einfach nur schwierig. Das klappt doch so selten. So, jetzt hat's wieder geklappt. Jetzt auch. So. Darüber freue ich mich nicht, du Bastard. Ach nein, nicht schon wieder. Nein, kein Takt. Boah, Glück gehabt. Irgendwie hat er mich jetzt gerade nicht treffen können. Glück gehabt. So, ich bin die Medizin. So, irgendwas Zufälliges hat sich jetzt bei mir verbessert oder keine Ahnung. Boom. Voll ins Gesicht gehauen. So, ich warte, bis ich 2 SP-Leisten habe, weil dann kann ich die Spezialattacke verwenden. Diesen Palmangriff. Als Amok-Chopper. So, los, füll das Ding weiter auf. Füll's weiter auf. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse dich. Oh, shit. Alles hängt von diesem Schlag ab. Nein, ich wollte... Mann, Chopper, du bist doch zu dumm zum Kacken. Ich wollte doch die andere Taste drücken. Mann, ey. Ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte meine reinhauen. Na, dann halt nochmal. So, dann eben ohne. So, ich gebe ihn trotzdem noch. Und zwar jetzt. So, das hat gesessen. Und ich habe gewonnen. Mit Chopper. So, 43,2 Punkte. Fehlen noch 106 Punkte. Ah, sorry, ich wollte eigentlich auf X drücken, aber ich habe unabsichtlich auf Y gedrückt. So habe ich natürlich den falschen Angriff verwendet, aber scheiß drauf. Gewonnen ist gewonnen. So, jetzt muss ich mir mal wieder hier die Liste anschauen, die Belohnungsliste. Was ich hier noch alles machen muss oder so. Ja, 6 konnte mit Zoro geschafft, dann müsste ich gerade mal wieder mit Zoro kämpfen. Und für Brook halt eben 2 Siege mit Sanji und weiblichen Charakter. So, und hier für Crocodile, na, ich müsste noch 3 mal irgendwie Auswirkungen mit Hancock schaffen. Und für Ace 5 Battle Royale, also einen Verbindungsangriff ausführen. So, unbekannt, unbekannt, unbekannt. Für Buggy, ja, den Boss-Sturm schaffen, den gibt es immer noch nicht. Keine Ahnung, ab wann man den irgendwie mal freischalten kann. Keine Ahnung. Boss-Quest mit Caesar gefangen, 5 Siege mit Ruffy und Law. Aha, da muss ich noch einen machen. Machen wir das noch schnell. So, mit Ruffy und Law machen wir ein Battle Royale. Auf normal. So, mit Ruffy und Law. Oder besser gesagt mit Law und Ruffy, ist doch eh wurscht. So. Battle Royale! Okay, also gegen Ace und eine Menge anderer Piraten. Meinetwegen. So, Versagen ist ja keine Option. Ich hätte nicht gegen dich verlieren, Ace. Oh shit. Na klar, Law ist schon mal hin. Was zur Hölle nochmal? Der hat mich da voll getroffen, dieser Wichser. Ah, das ist unfair. Wiederholung. Das geht nicht. Alter, allein schaffe ich das überhaupt nicht. Der hat mich voll mit seinem scheiß Feuerkaiser getroffen, der Arsch. Das wirst du büßen. Das ist voll unfair. Ich konnte mit Law fast gar nichts machen, der Arsch hat mich schon erwischt. Daneben. Jetzt habe ich mich wieder getroffen. Mann, hör doch mal auf mit der Scheiße hier. Ah. So, aufstehen und ins Maul. Boom. So, nein, natürlich kann ich noch mehr. So, komm her jetzt. Mann, ich hab gerade auf A gedrückt! Ich hab gerade gedrückt zum Ausweichen, verdammt! Scheiß dummes Ding hier!
Leben! So, für dich! Ja, und ich werde auch nicht wegrennen. So, gleich habe ich dich. Du bist es büßen, dass du Law so schnell besiegt hast. So, kommt davon, Arschloch. Ja, das war voll fies. Ich konnte überhaupt nichts machen mit Law und der wurde schon ausgenockt. Aber wir haben gewonnen und schon wieder so wenig Punkte. Oh Mann, 88 fehlen immer noch für die A-Liga. Und heraus und abgeschlossen, Boss-Quest nimmt Caesar gefangen. So, Quest nimmt Caesar gefangen, ist jetzt in der Hauptzone der Taverne verfügbar. Sehr schön. So, dann machen wir noch ganz schnell eine Rauferei und dann werde ich aber den Part beenden. Eine Rauferei, da haben wir noch Zeit. Natürlich auf normal. So, es hieß jetzt also mit Sanji und dem weiblichen Charakter. Also nehme ich einfach Sanji und Nami. So. Ready? Fight! An die Arbeit. Ich bin viel mehr, als es nach außen scheint. So. Alter, geht's mal richtig aufs Maul. So, ich bin so süß und stark wie wunderbar. So, und jetzt alles für euch. Tick this! Oh ja. Das hat gesessen. Und gleich nochmal. Take this! Alter, alle weggesiebelt. Ich werde nicht still untergehen. Und sicher nicht. So, den Rest erledigt hier mal Sanji. So, da ist der letzte Trottel. Von der ersten Hälfte. So, zweite Hälfte wieder in Alabaster. Wir haben noch genug Zeit. So, wunderschön. Ich werde dich retten, Nami. Bam. Die haben Chambo und voll ins Gesicht getreten. Und boom. Damit trifft man so schön viele auf einmal. So, und Lebensmutter kann man den nachklauen. So, und nochmal. Zack. So, keiner von euch Waschlapp bedeutet mir was. Hier sind doch keine Frauen dabei. So, was siehst du das? Ganz schön heiß. Und boom. So, gleich haben wir es geschafft. Und jawohl! That's it! Mit sexy Nami haben wir gewonnen, oh yeah! Schon wieder nur 19,8 Punkte, das ist Wahnsinn, das ist viel zu wenig. 69 fehlen immer noch. Aber jetzt ist mal Schluss, würde ich sagen. So, das ist jetzt ein schöner Halbstunden-Part geworden, also sage ich trotzdem mal danke fürs Zusehen im Kampf-Kolosseum und wie gesagt, wenn das irgendwer jetzt weiß, wie das genau abläuft, schreibt mal in die Kommentare, ob das normal ist, dass man für mich zumindest spürbar wenig Punkte bekommt oder ob man da, keine Ahnung, irgendwie was beachten muss, dass man mehr Punkte bekommt oder so, ich habe keine Ahnung. Oder kommt es auch darauf an, wie viel Lebensenergie ich noch übrig habe oder wie oft ich getroffen wurde, ich weiß es nicht. Trotzdem, bis zum nächsten Mal in Kampf-Kolosseum. Es wird noch ein bisschen weitergehen, vielleicht mal bis ich in der A-Liga bin oder ich mach's komplett durch, ich weiß ja nicht. Weil wenn die Hauptzoll eh schon fast vorbei ist, dann möchte ich natürlich das Kampf-Kolosseum noch vorher durch haben. Also, bis zum nächsten Mal bei One Piece. Macht's gut, Leute, und ciao!